Reinke. Ja, Sven, zuallererst muss ich irgendwie deinem T-Shirt Tribut zollen und wirklich sagen, gut Kick auch an alle Schwarzenbecker Jungs. wie viel habt ihr schon gefeiert und wie viel Feierei steht noch an bei euch? Ja, also wir haben sehr gefeiert, leider ohne mich, ich war nicht da. Ich habe aber viele Bilder und Videos bekommen und bin dann irgendwie in Münster um 6 abends losgefahren, war dann um 9:30 in Schwarzenbek und habe dann so den letzten versprengten Rest noch in Empfang genommen. Wobei sich einige von denen sicherlich nicht mehr daran erinnern werden, dass sie mich da gesehen haben. Ja, ansonsten ist ausgemacht, jedes Wochenende ist jetzt Meisterschaftsfeier bis zum letzten Spiel. Das wird also extrem zelebriert und da steht noch einiges auf dem Programm. Wie gut fühlt sich das an, so dieser Aufstieg, dieser Erfolg nach dem Jahr, wo es ja mal für den Verein nicht so gut gelaufen ist, mit dem abgebrannten Vereinsheim auch, wie gut ist das, jetzt dieses Gefühl zu haben? Also ich habe meinen Jungs von der Messe aus eine Videobotschaft geschickt und ich hatte mir genau überlegt, was ich sagen wollte, war dann aber irgendwie doch überwältigt und sprachlos und es ist unfassbar. Ich bin ja nicht nur Trainer dieser Mannschaft, ich bin, glaube ich, auch mit der größte Fan, was manchmal auch zu Problemen führt. Aber ich stehe jeden Morgen auf und denke, geil, es ist wie jeden Morgen, denke ich, es ist gerade passiert und ich genieße das in vollen Zügen, weil da wirklich ganz viel Arbeit hinter steckte. Du warst ja 10 Jahre, warst du ja Trainer der Mannschaft, hast sie irgendwie alle, sag ich mal, von klein auf betreut und hörst jetzt am Saisonende auf. Das hältst du doch keine 3-4 Wochen durch. Das werden wir sehen, das sagen einige. Ich freue mich so ein bisschen auf die Pause, auf den Break. Mal gucken, wie lange die anhält. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist ohne Fußball. Es ist aber auch nur eine Pause light. Meine beiden Söhne spielen Fußball, also ich werde da auch viel auf Fußballplätzen unterwegs sein. Hättest du nicht Bock, nochmal diese Liga mitzumachen, diese neue Liga zu gucken? Wie kann man sich da entwickeln? Wie funktioniert das? Schon. Also Bezirksliga ist mir ja nicht fremd. Ich habe selber auch gespielt und ich bin eben für mich persönlich der Auffassung, mir ist die Liga vollkommen unwichtig. Wenn das eine geile Truppe ist, dann bin ich auch in der Kreisklasse gerne Trainer. Ich brauche für mein Ego nicht in der Vita stehen haben, hat mal Bezirksliga oder Landesliga gespielt. Sicherlich ist das eine Herausforderung, aber ich bin mal so selbstbewusst, dass ich weiß, dass ich auch da zurechtkommen würde als Trainer. Du bleibst den Verein ja auch erhalten, bist auch bei euch bei dem Wiederaufbau des Vereins haben involviert. Wie sieht da der Stand aus? Wie weit ist man da? Wie weit kann man da kommen? Das ist ein bisschen zäh. Wir haben ja Ende Oktober ist das abgebrannt. Seitdem geht es eher schleppend voran, was gar nicht unbedingt an uns liegt, sondern einfach an der Bürokratie, die auch dahinter steckt. Die Politik ist da ein bisschen langsam, könnte sicherlich schneller gehen. Jetzt ist das schon mal abgerissen, die Ruine. Es ist schon mal eine freie Fläche. Die Versicherungsdinge sind soweit auch geklärt. Jetzt muss es halt losgehen, Bauantrag und Ausschreibung und so weiter. Und dann soll das dieses Jahr, also möglichst zeitnah auch losgehen mit dem Wiederaufbau. Wir hätten uns alle gewünscht, dass es ein bisschen zügiger vorangeht. Aber da ist man halt manchmal auch abhängig von Dritten und kann das nur bedingt beeinflussen. Ihr habt ja auch ein bisschen retten können noch aus dem Vereinsheim, wie dieses Schild auch. Erzähl mal ein bisschen, was bedeutet das für dich oder was sagt das auch, dieses Kabine 5? Ja, also Kabine 5 ist traditionell in all den Jahren immer die Kabine der zweiten Herren gewesen, schon lange, schon ewig. Und das ist so ein bisschen die Keimzelle dessen, was wir so die letzten 10 Jahre da auch gemacht haben. Also natürlich, da wurden unfassbar viele Feiern geschlagen, Gespräche geführt, alte Geschichten wieder aufgewärmt und noch spannender neu erzählt. Das war so unser Zuhause als zweite Herren. Da hing eine Disco-Kugel mit drin. Wir hatten da unsere Musikanlage, jeder seinen festen Platz und ja, das fehlt schon extrem. Ich habe von einem deiner besten Freunde, Kim Koltke, auch eine schöne Geschichte über dich gehört. Klingelt es bei dir, wenn du an deinen eigenen Junggesellenabschied denkst, was auch dann, ich glaube, du musstest sogar spielen, was dann passiert ja, ist da? Ja, ich war mit ein paar Versprengten so der letzte morgens noch auf dem Fischmarkt, musste dann zum Spiel, wir haben gegen Düneberg gespielt. Ich hatte gar keine Stimme mehr, bin dann aufgelaufen, musste auflaufen. Ich glaube, Jürgen Wilgos war damals Trainer. Ja, regennasser Platz, Grätsche angesetzt, Cuppings stand im Weg, ich konnte nicht mehr bremsen
und nach 20 Minuten hatte ich dann die rote Karte. Kam mir ein bisschen zu Pass in dem Augenblick, muss ich sagen, dass ich nicht da voll durchziehen musste. Ja, das war der Junggesellenabschied und das Ende dessen dann. Ich bedanke mich schon mal bei dir. Es war sehr nett, dass du da warst. Du kriegst natürlich auch nochmal ein Geschenk, ein schönes Buch von Thomas Bendler, wenn schon dann richtig, ein paar Tipps für Trainer. Vielleicht kannst du ja noch was mitnehmen für deine nächste Trainerstation. Definitiv. Sven, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg. Danke dir.